Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, mein Name ist Heinrich Fettiger. Ich bin Stadtrat zuständig für die Finanzen und die Immobilien. Ich kandidiere für die Periode 2018 bis 2022 als Stadtpräsident. Wie viele Wetziger haben auch ich Ideen und Visionen, die man umsetzen könnte? Eines davon wäre ein verkehrsfreies Oberwetziger. Eine andere Vision ist Vorhandensein von einem gemeinsamen kulturellen Haus, wo sich unter anderem Bibliothek, ein Jugendhaus, Schweiz, Kulturschaffende, junge Unternehmer und andere Menschen unter einem Dach befinden. Dazu braucht es aber eine Voraussetzung, nämlich die finanziellen Mittel. Darum werde ich in der nächsten Amtsperiode mein Gewicht auf den Abbau der Schulden und von der Gesundung der städtischen Finanzen legen. Seit Jahrzehnten wünscht sich die Wetziger Bevölkerung ein verkehrsfreies Begegnungszentrum in Oberwetziger. Dieser Wunsch lässt sich nur realisieren, indem man eine Spange, das heisst vom Migros-Kreisel am Migros vorbei, in die Weststrasse hinein eine Verbindung baut. Darum werde ich in der kommenden Legislaturperiode alles unternehmen, dass diese Variante realisiert wird. Die Effizienz der Stadtverwaltung kann man steigern, indem man Prozess und die Ablage der Dokumente digitalisieren tut. Auch das werde ich vorantreiben. Die gesellschaftlichen Veränderungen sind eine Tatsache. Immer mehr Frauen und Männer gehen zusammen arbeiten. Darum werde ich mich für die Schaffung von zentralen Tagesschulen auf Campusbasis einsetzen. Arbeitsplätze sind die Grundlage für eine gesicherte Existenz. Darum werde ich mich einsetzen, mit Gewerberaum zu schaffen, was indirekt wieder Arbeitsplätze für Wetziger bringt. Leider werden lokale Betriebe bei der Arbeitsvergabe und Einkäufen der Stadt nicht immer berücksichtigt. Ich bin aber der Ansicht, dass man ihnen den Zuschlag geben soll, wenn die Qualität und der Preis vergleichbar sind, weil die Unternehmen einerseits Arbeitsplätze zu Wetziger und andererseits zahlen sie auch Steuern bei uns. Die Industrialisierung war nur möglich gewesen, dank dem Vorhandensein von zahlbarer Energie. Auf Vorhandensein von Energie basiert unser gesamter Wohlstand. Gesundheit ist aber noch wichtiger. Darum werde ich mich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass unsere Energie nicht nur finanziell attraktiv ist, sondern dass sie auch noch sauber ist. Ich werde auch in Zukunft, wie in der Vergangenheit, eine zielorientierte, konstruktive und sachliche Zusammenarbeit mit allen politischen Kräften suchen. Und wie in der Vergangenheit werden die Wetziger ihre Anliegen bei mir unbürokratisch und direkt vorbringen können.